Hallöchen! Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Da das Wetter nicht so toll ist, deswegen konnte ich noch kein Vorvideo machen, aber ihr seht schon, die Karo ist ab. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch gleich. So, da sind wir wieder. Ja, Karo habe ich abgemacht und habe sie matt lackiert. Ich hatte ja gesagt, dass der mir matt noch ein bisschen geiler vom Aussehen her gefallen würde. Ist kein großer Akt. Ihr braucht dafür, oder besser gesagt, es kommen raus 12 Schrauben und 2 Klipse. Ihr braucht dafür einen 1,5 Imbus und einen 2,0 Imbus. Dann die Karo natürlich. Hier seht ihr sie jetzt in matt. Ich kann euch nochmal schnell zeigen, wie sie vorher aussah. Hier seht ihr sie matt. Und so war es vorher. Noch ein. Das ist jetzt schon ein Tag her. Ich habe es extra aushärten lassen. Noch ein Tipp hierfür, wenn ihr Sachen von außen matt macht, macht extrem dünne Schichten. Also ich habe jetzt hier 3 dünne Schichten drauf. Dann nehmt ihr euch einen Föhn, aber fragt da bitte vorher Frau, Schwester, Mutter, Tante, Oma, was auch immer, ob ihr den Föhn auch für sowas benutzen dürft, weil der stinkt danach natürlich, weil das saugt ja auch die Dämpfe an. Mit einem Föhn aus einer bestimmten Entfernung, also nicht zu nah. Und nicht zu heiß und nicht zu dolle. Also macht am besten warm, aber die niedrigste Stufe vom Gebläse. Dann seht ihr eigentlich schon, das glänzt am Anfang. Und wenn ihr mit dem Föhn drüber geht, wird das dann langsam matt. Wenn der Punkt erreicht ist, hört ihr besser auf. Nicht zu nah und nicht zu oft an einer Stelle. Also immer schön in schwingenden Bewegungen. Weil ihr müsst bedenken, das ist Lexan. Und wenn ihr jetzt solche dünnen Lexanplatten habt, wie hier hinten zum Beispiel, das verbiegt sich dann ratzi-fatzi und dann habt ihr ein Problem, weil dann passt es nicht mehr oder es schmilzt sogar oder knickt ein oder was auch immer. Deswegen seid da echt vorsichtig, sonst habt ihr da später ein Problem. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ach so, noch was vorweg. Ich hatte ja in dem Mini-Review gesagt, dass hier vorne 2 gleiche Kerben sind. Also die fast gleich aussahen, ne? Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie sehen. Moment mal. Ich nehme mir mal schnell ein Hilfsmittel, dass ihr das irgendwie seht. Hier, genau. Hier. Und da kamen, 2 Leute kamen drauf. Einmal der Laser, der hat mir das noch geschrieben, denselben Tag. Und dann noch ein Abonnent vor ein paar Tagen ist da auch drauf gekommen, dass das von den Felgen kommt. Und es ist tatsächlich so, der Einschlag ist so hoch, dass die Felge innen schleift. Seht ihr das? Zack, schleift. Das Ganze kann man natürlich ganz schnell beheben, indem man den Lenkeinschlag an der Funke ein bisschen bearbeitet. Das wollte ich euch nur noch sagen, wenn ihr das oder habt und euch wundert, dass das passiert. Ist nichts Schlimmes. Ist aber gut, dass man es weiß. So viel dazu. Was habe ich noch gemacht? Noch habe ich einen Hinsch gemacht. Ich hätte hier oben noch einen Tipp für euch. Wenn euch das Hochklappen ein bisschen zu schwer geht oder zu leicht, habt ihr hier eine Schraube und logischerweise auch hier drüben eine Schraube. Die könnt ihr dann ein bisschen fest oder locker ziehen und dann habt ihr den gewünschten Effekt. Ich möchte es so, dass es hält, aber nicht zu schwer geht. So habe ich es mir jetzt eingestellt. Dann habe ich hier noch in. Ups, in das Kabel Layout ein bisschen verändert. Ich nehme mal nochmal meine kleine Taschenlampe hier zum Hilfsmittel, dass ihr das besser seht. Ja, es ist echt komisch hier mit dem Licht gerade. Ich weiß auch nicht. Hier seht ihr das. Ich habe die alle so ein bisschen zusammengepackt. Dass nichts im Weg ist, dass der Käfig sauber zugeht und ja.
So, jetzt fangen wir mal an mit den Platten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der hinteren an. Das ist die hier. Ihr müsst ja eigentlich nichts Großes beachten, außer ihr müsst die Dämpfer losschrauben. Das mach ich jetzt am besten nur auf einer Seite erstmal. Dann hake ich die ein, die Platte. Und dann mache ich das Ganze auf der anderen Seite. Eine relativ lange Schraube. Aufpassen, dass ihr Unterlegscheiben und nichts verliert hier. So. Nehmen wir hier die Platte. Zack. Und schrauben das Ganze dann schnell wieder fest. Was heißt schnell? Ihr müsst hier nichts schnell machen. Aufpassen, dass es hier nicht einquetscht oder irgend sowas. Nicht zu fest. Kunststoffkäfig. Nicht vergessen. Jetzt ist die Schraube bald ab. So, dann sucht ihr euch hier schon mal ein Lochlein. Nehmt ihr euren 1,5er und schraubt das Ganze dann hier schon mal fest. Dann nervt es nachher nicht so. Hier ebenfalls schön aufpassen, nicht zu fest, weil es ist Lexan. Ihr könnt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, natürlich noch eine Unterlegscheibe drunter packen. Irgendeine kleine oder so, oder eine Kunststoff Unterlegscheibe. So. Schön fest. Jetzt drehen wir das ganze Auto einmal rum. Hier dasselbe Spiel natürlich nochmal. Aber ich muss echt sagen, auch ohne Karo macht das einen echt coolen Eindruck. Also das sieht echt cool aus. Also ich könnte mir auch vorstellen, so zu fahren. Ich finde das echt hübsch. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Das ist das Loch, ja. Aber ich finde, das hat schon was. Und ich finde das ganz cool. So, da. Und da aufpassen, dass ihr hier nicht das Lexan irgendwie einquetscht oder sowas. Das wäre eher suboptimal. So, das war jetzt eigentlich schon das, was am längsten dauert. Sucht euch wieder euer Löchlein hier. Okay, das war's nicht. Jetzt habe ich's. So. Wieder schön festschrauben. Wie gesagt, immer schön aufpassen, dass da nichts rausbricht. Wenn eine Schraube mal nicht sauber reingeht oder ganz leicht, wie es bei mir, ihr seht das vielleicht, naja, nicht richtig, aber ihr seht das hier, ist echt ganz locker easy. Wenn da mal eine nicht richtig reingehen sollte, dann sucht lieber nochmal, guckt nochmal neu, nicht dass ihr hier das Gewinde kaputt macht, weil wie gesagt, es ist halt nur Plastik. Es wird nur in den Rahmen geschraubt. So, jetzt haben wir das hintere Teil schon dran. Hoch, jetzt fällt da hinten sogar mal. Ich habe extra hier Weihnachtsdeko aufgestellt. Loot Chest war das mal drin. Ja, die Loot Chest, die kommt auch bald. Hoffe ich. Ich habe schon eine Mail bekommen von DHL. Wo ist denn jetzt hier das Loch? Ach hier. So, jetzt haben wir hier vorne, ich hoffe ihr seht alle, vorne haben wir ebenfalls zwei Schräubchen,
pro Seite. Das ist echt kein großer Akt, aber ich finde, der Effekt ist echt cool. Also mir gefällt er jetzt noch besser. Das muss ich echt so sagen. Jetzt habe ich es. So. Jetzt drehen wir das Ganze. Jetzt haben wir dasselbe Spiel hier nochmal. Ich sehe schon die untere hier. Nicht so einfach. Ja, jetzt. So. Eine Schraube noch. So, jetzt haben wir die Seitenwände und vorne schon fertig. Tacho-Klipse. Die machen wir auch gleich schon mal dran. So, die habe ich hier ein bisschen mit der Zange ein bisschen hochgebogen, dass man die besser greifen kann. Zack und zack. So, jetzt kommt noch die Platte auf dem Dach. Das war nix. Sowas immer über Kreuz am besten, dann habt ihr es gleich gerade. Geht immer am einfachsten, wenn ihr dann das Loch findet. Ich habe es jetzt auf jeden Fall nicht getroffen. Der scheiß Vorführeffekt. Habe ich was getroffen. Ja. Schön. So, und da ihr das jetzt über Kreuz gemacht habt, braucht ihr die anderen ja nicht mehr suchen. Also sitzt es ja schon perfekt in Position. Hier geht das Ganze noch ein bisschen schneller. So. Und wie sieht es aus in der Kamera? Ja, sieht auf jeden Fall, also ich finde, so sieht er auf jeden Fall geil aus. Mir gefällt er so besser. Mal sehen, was ihr dazu so sagt. So. Wenn ihr es da richtig gemacht habt, müsste das leer sein. Ihr dürftet also keine Schrauben übrig haben. Und dann habt ihr den Schakal oder Jekyll in matt. Also wie gesagt, ich kann es gerne nochmal sagen, mir gefällt er so jetzt noch ein bisschen besser. Wirkt jetzt ein Ticken aggressiver vielleicht ein bisschen. Mir gefällt er so gut. Tja, soweit so gut. Mehr muss man dazu eigentlich nicht mehr sagen. Easy Geschichte, kostet auch kein Geld. Ich meine hier Klarlack matt kostet, keine Ahnung, 7 Euro irgendwas. Also wenn man schon einen teuren nehmen möchte, man kann natürlich auch auf den Baumarkt gehen und sich so einen Klarlack holen. Gegenüber, was viele Leute erzählen, hält das trotzdem, weil ich habe ja damals bei meinem Slash diese Ford Bronco Karo auch matt schwarz gemacht. Die hält bis heute. Und ja. Man muss halt nur schön. Am besten ist es natürlich, wenn das Auto noch nicht benutzt wurde. Bei mir hat man ja hier oben ist schon gesehen, dass hier oben so ein. Huch, sieht man gar nicht. Dass hier oben so eine Macke ist. Ja. Aber Macken kommen so oder so rein. Deswegen war mir das ist eigentlich auch egal.
Schön sauber machen das Ganze mit Fit abwaschen, dann zieht euch Handschuhe an, dass ihr nicht wieder einen Fettfilm drauf macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch, wenn ihr da habt, mit ganz feinem Sandpapier, Nassschleifpapier ein bisschen anrauben, müsst ihr aber eigentlich nicht. Viele machen das auch mit einem Schwamm. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Lackierschwamm, so ein kleiner Schwamm, und hier ist diese Rückseite, ist perfekt, um Lexan anzurauen, diese grüne. Ja, nur so als Tipp. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Wie ich gerade schon sagte, einige Leute hatten mich wegen diesem Messer angeschrieben oder Kommentare da gelassen, dass sie das cool finden, bla bla bla, wo ich das her habe. Das ist ein ganz normales von eBay. Also